Die Essenz des Lebens. So waren ein Parapsychologen-Pärchen und ein Biokryptologen-Pärchen auf dem Weg zu der Necropatria, welch nur unweit vom Schlachtfeld lag, um ein altes Leiden der Welt heraufzubeschwören, ehe es zu stark wurde, um es zu bezwingen. Es war nicht möglich zu sagen, wie viel Zeit ihnen noch dafür blieb. Vielleicht hatten sie nur ein paar Minuten oder sogar noch Tagezeit. Vielleicht war es auch schon zu spät. Doch die Frage nach der Zeit erscheint unerheblich, wenn man um alles kämpft, woran man hängt. Wenn ein Scheitern ein Ende der eigenen Zeit bedeutet, dann ist jeder noch so aussichtslose Versuch keine Zeitverschwendung, denn es gibt kein größeres Geschenk als das Leben. Jenes Leben, was durch die wirren Verderbnisses nun so zahlreich genommen wurde, weil so viele ihre Angst folgten und gegen einen vermeintlichen Feind antraten. Es ließe sich vermuten, dass diese Angst sich parallel zu dem Verlust des Lebens verhielt, da beide dieser Werte einen steilen Anstieg vernahmen, als die Nische in die Schlacht eingriffen. Wenn auch schon viele Berserker durch die Zerveri zerfleischt und viele Schwertkämpfe von denen für sie unverwundbaren Geistern niedergestreckt worden waren, so hatten Bogenschützen und Priesterinnen keine Verluste hinnehmen müssen. Als die Nische hinter ihrer Deckung hervorgekommen waren, richteten sämtliche Bogenschützen ihr Feuer auf diese, während die Priesterinnen ihre Gebete sprachen und die bedrohlichen Gestalten mit Lichtstrahlen attackierten, welche Nische jedoch gekonnt mit ihrer eigenen Magie abwehrten. Sicher hätten einige getroffen, doch dadurch, dass sie in einer dicht gedrängten Reihe auf die Gegner zuhielten, waren sie nur frontal angreifbar gewesen. Die Liche selbst waren nur mit der Abwehr beschäftigt und schienen sich den Gegner erst mehr nähern zu wollen. Auf dem Boden hingegen verbesserte sich die aussichtslose Situation der Nahkämpfer abrupt, als die Nahkämpfer der Geisterjäger mit ihren schweren Kriegshämmern anrückten. Wie eine Flutwelle drängten sie sich durch die Reihen der Schwertkämpfer, um, eine Sturzflut gleich, die auf Klippen trifft, einen Schneis in das Geisterheer zu schlagen. Oft gingen die wenigen, jedoch mächtigen Geisterjäger so unerschrocken vor, dass sie mehrere Geister auf einen Streich aus dem untoten Dasein rissen. Schützend hielten diese einer Phalanx gleich ihre Schilde vor den Körper, doch die anspringende Geisterjägermasse kombiniert mit einem im Sprung ausgeführten Drehhieb und dessen verbundener Fliehkraft ließ die verzauberte Waffe durch Schild und Spektralkörper dringen, wie ein heißes Messer durch Butter, sodass sich die Geisterkörper wie ein Laken im Wind verzogen, ehe sich dematerialisierten und verschwanden. Schnell überließen die Soldaten den Geisterjägern die Geister und machten sich an einen taktischen Rückzug, was im Angesicht ihrer normalen Waffen, welche die Geister nicht verwunden konnten, verständlich war. Während so der Luftkampf aussichtslos erschien, war jedoch der Boden sicher. Deswegen stellten die Priesterinnen ihre Lichtstrahlen ein und machten sich daran, stärkere Magie zu wirken, die jedoch auch längere Gebete nötig hatte. Eine kurze Verständigung mit den Bogenschützen ergab, dass diese die anfliegenden Lische so lange aufhalten sollten, wie es nur ginge, damit sie genug Zeit für ihre Gebete hatten. So richteten die Bogenschützen ihre Seifen direkt auf die anfliegenden Lische, als plötzlich etwas Seltsames geschah. Die Schützen in den ersten Reihen konnten sich auf einmal nicht mehr bewegen. Ein Blick nach unten verriet die Ursache. Aus dem Boden schossen grüne bis bräunliche, verweste Zombiearme, ergriffen ihre Beine an den Knöcheln und zogen eilig daran. Durch das Überraschungsmoment konnten die Bogenschützen nicht rechtzeitig reagieren und wurden hart von den Füßen gerissen, sodass sie nach hinten fielen und unsanft auf dem Boden landeten, wobei sie die hinter ihnen befindlichen Kameraden aus Reflex ergriffen und versuchten sich an ihnen festzuhalten, wobei dies nicht funktionierte und sie stattdessen mit zu Boden rissen, während die Zombies sich komplett aus dem Boden gruben und die Liegenden mit Beißen, Treten und Kratzen attackierten. Die überraschten Distanzkämpfer gerieten in Panik, riefen um Hilfe und zogen ihre Dolche, um sich selbst erst einmal zu verteidigen. Während sie die langsam verfaulten Gegner mit ihren Dolchen attackierten und das verfaulte Fleisch mit ihren Hieben von den Knochen trennten, gruben sich immer mehr Zombies aus und die überwältigende Masse an erscheinenden Gegnern ließ nicht nur die Kampfmoral sinken, sondern forderte auch ihre Opfer an Bogenschützen, welche jedoch tapfer kämpften, um die Priesterin zu schützen, von denen sie wussten, dass sie ihre einzige Hoffnung waren. Die Hilferufe wurden von den Eliten sowie von den auf die Hälfte dezimierten Schwertkämpfern und den wenigen verbliebenen Berserkern gehört, die sich gleich aufmachten, ihre Pferden zu unterstützen. Die Liche, die sich in diesem Moment ungefähr über den genannten Nahkämpfern befanden und die sich nicht mehr auf Abwehr konzentrieren mussten, nutzten ihre magische Macht aus, indem die eine Hälfte blitzende, energetisch hochgeladene Kugeln schwarze Magie hinabwarfen, welche alle Einheiten, die sich ihnen auf etwa einen Meter Abstand näherten, einen oft tödlichen Schlag verabreichten, ehe sie sich auflösten, während die andere Hälfte ihrer Hände eine Halbkreisbewegung, welche bei den Schultern beginnt, nach unten zum Bauch und wieder nach oben vor die Brust führte,
ausführen ließ, woraufhin sich unter ihnen eine kleine, etwa beinhohe Erhebung aus dem Boden hervorstreckte, welche auf ihr Fingerschnippen hin sich, wie ein Vulkankrater, öffnete und einige hunderte Insekten herausspie, welche sich auf den Soldaten verteilten und auf diesen herumkrabbelten. An sich waren diese Insekten ungefährlich, da sie, bis auf einige Bisse und kleine Stiche, so gut wie keinen Schaden anrichteten, aber in Kombination mit den magischen, blitzenden Kugeln waren sie gefährlich, da sie die Soldaten in Panik und vor Ekel unkontrolliert herumrennen und über den Boden wälzen ließen, dass sie gar nicht mehr auf die gefährlichen Geschosse vom Himmel achteten und oftmals von diesen niedergestreckt wurden. Natürlich wurden die Insekten auch von den Blitzen getroffen und geröstet, aber da sie nur magischen Ursprungs, also nur Mana in veränderter Form waren, war das nicht weiter wild. Die Nahkämpfer, die nicht von Insekten oder Blitzen getroffen wurden, erreichten schnell die Zombies, welche die Bogenschützen stark bedrängten. Vor allem die Eliten weisen eine erhebliche mentale Stärke vor, da selbst jene, die regelrecht von den krabbelnden, abstoßenden Kleintieren übersät waren, ihren Weg unbeirrt zu ihren Kameraden fortsetzten, so als wären gar keine Insekten auf ihnen. Da erreichten sie auch als erste die Reihen der Zombies und attackierten mit einer verheerenden Spezialtechnik. Sie rammten ihre Lanze in den Boden, schwangen sich an dieser, einem Stabhochspringer gleich, herauf und am höchsten Punkt angekommen, stießen sie sich samt Lanze kraftvoll vom Boden ab und machten so einen, meist mehrere Meter hohen und bestimmt 10 Meter weiten Sprung mitten in die Gegnermassen, in der sie mit einer kraftvollen Rundumschlag landeten und so durch ihre fast 2 Meter lange Lanze einen ebenso großen Radius an zerstückelten Zombies hinterließen. Der Rundumschlag war jedoch nur der Anfang einer gut einstudierten Angriffskombination, welche sie weiter ausführten, indem sie einen eigenen Schritt nach vorne traten und einen Aufwärtszug ausführten, welcher 2 Zombies regelrecht gen Himmel warf, woraufhin sie einen Schritt zur Seite traten und dabei einen Seitwärtszug ausführten, welcher wieder einige Zombies traf. Den Abschluss der Kombi machten 2 Rettungshunde, wobei ersterer ein Sprung auf die Gegnermasse und zweiterer im Stehen nach hinten ausgeführt wurde. Diese massiven Attacken dezimierten Zombies rasch und sicher wären so die Verluste der Bogenschützen dementsprechend rapide gesunken. Jedoch hatten diese nun mit einer neuen Bedrohung zu kämpfen, den Lichen. Diese hatten sich den Bogenschützen und Priesterinnen genähert und bedrängten sie nun mit ihrer starken Magie. Violette, magische Blitze zückten aus ihren Skeletthänden hervor und schockten all jene, die sie trafen. Manche der Licher bevorzugten es jedoch, eine große Schlammsäule heraufzubeschwören, welche sie, einer Sturzflut gleich, auf ihre Gegner herabfallen ließen, sodass diese unter den Schlammmassen erdrückt und begruben wurden. Zwar blieben viele der auf diese Weise begrabenen Soldaten am Leben, jedoch war die Schlammmasse so zäh und fest, dass sich die meisten nicht aus eigener Kraft befreien konnten und so fast bewegungsunfähig bis zur Hüfte im Schlamm stecken blieben, wo sie verzweifelt, zappelnd und windend um ihre Freiheit kämpften. Zwar wurden noch einige der Zombies unter den Erdmassen begraben, aber da diese einen Großteil ihrer Existenz so verbrachten, störte sie dies kaum und sie gruben sich schon nach kurzer Zeit wieder frei. Necron, der dieses Schauspiel hilflos mit ansah, sprach aufgrund der großen Verluste besorgt zu sich selbst: Hoffentlich erwecken Lucy und Tammy Verderbnis, solange noch ein paar Leute zum Kämpfen übrig sind. Er Richtung Necropatria in Hoffnung eines Zeichens ihres Erfolges blickte. Ferry und Honoria warteten indes in der Necropatria, genauer gesagt in dem, was davon übrig war, auf ihre Geistergefährten in der Hoffnung, dass diese ihnen helfen konnten. Ferry lehnte an einen Mauerrest, während Honoria einige Meter entfernt von ihm stand und das Gefecht beobachtete. Es ist furchtbar. Ich bin zwar zu weit weg, um genaueres zu erkennen, aber die fliehenden Gestalten in der Luft sind ganz sicher die Liche. Kommentierte sie das Geschehen. Ferry reagierte nicht darauf, sondern ergriff das alte Buch, was Honoria zu seinen Füßen hingelegt hatte, damit sie es nicht verlieren. Er öffnete es und blätterte darin herum, so als wenn er nach etwas suchen würde. Honoria dreht sich um und trat zu ihm, wobei sie ihre Hand auf das aufgeschlagene Buch legte und hart sprach: Was soll das? Was hast du vor? Ich wollte nur schauen, ob wir hier vielleicht etwas Nützliches finden. Wenn wir das Buch schon haben, dann sollten wir es wenigstens auch benutzen. Verteidigte Ferry sich. Honoria zögerte zuerst, doch dann sprach sie verwegen: Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Vielleicht ist es nicht die beste Idee, aber sicher die einzige Chance, die wir haben, erwiderte Ferry, als er auf einmal ein kleines Murmeln hinter sich hörte. Ferry trat verwundert von der Mauer weg und drehte sich zu dieser um,
wobei er das Buch zuschlug und fest unter seinen Arm presste, so, als wenn er alles darum geben würde, es nicht zu verlieren. Die Herkunft des Gemurmels wurde schnell klar, als Lucy und Tami durch die Wand geschwebt kamen, woraufhin Honoria freudig ausrief: Tami, Lucy, ihr seid es! Ich bin ja so froh, euch zu sehen! Fairy atmete erleichtert auf und nickte den beiden zum Gruß zu, woraufhin Tami erwiderte: Wie ich sehe, könntet ihr Herzog Flatulentius nicht von einem Angriff abhalten. Leider nein, antwortet Fairy betrübt und entgegnete: Offenbar hattet ihr auch keinen Erfolg. Leider war, gestand Tami, ehe er eilig hinzufügte: Aber Lucy hatte eine riskante Idee gehabt, die womöglich unsere einzige Chance ist. Wir erwecken Verderbnis. Was? Brachte Honoria entsetzt hervor und erklärte sogleich: Genau das ist es doch, was wir verhindern wollen. Tami hob beruhigend eine Hand und erklärte dann sogleich mit ruhiger, gefasster Stimme: Versteht mich bitte nicht falsch. Auch ich möchte ihn nicht wirklich erwecken. Aber es ist zu spät, um das zu verhindern. Darum wollen wir ihn erwecken und ihn jetzt bekämpfen, ehe er zu mächtig ist, um besiegt zu werden. Pokern wir da nicht ein bisschen hoch? Wir haben doch nicht die geringste Vorstellung, wie mächtig er bereits ist. Rennen wir damit nicht in das eigene Verderben? Hakte Fairy zweifelnd nach. Unsere Chancen stehen nicht gut, das gebe ich zu. Aber mit jedem gefallenen Krieger wird Verderbnis Macht größer, während unsere sinkt. Wenn wir noch eine Chance haben, dann jetzt. Honoria nickte zustimmend, wenn auch beängstigt, während Fairy sich offensichtlich nicht entscheiden konnte, was er mit einer Hin- und Herbewegung des Kopfes deutlich machte. Honoria lächelte ihn sanft an, legte ihre Hand auf seine Brust, schaute ihn tief in die Augen und sprach flehend: Fairy, bitte. Er konnte diesen zarten Blick, der selbst Steine hätte weich werden lassen können, und der süßlichen Stimme, die selbst Orks bezürzen konnte, nicht widerstehen und sprach mit künstlich aufgesetzter, ironischer Freude: Ein wunderbarer Plan! Er stimmt mich so optimistisch! Okay, lasst es uns tun! Danke! Sprach Honoria beschwichtigend und Lucy warf sogleich ein: Wir haben jetzt keine Zeit. Wie ich sehe, habt ihr das Buch. Jetzt brauchen wir nur noch Oolon. Er kam nicht mit uns. Er blieb zurück, um Flatulentius um Hilfe zu bitten, antwortete Fairy betrübt. Betrübt durch diese Aussage blieben alle ruhig. Diese Ruhe herrschte einige Minuten, ehe Honoria sie mit den Worten: So schwer kann das doch nicht sein, unterbrach, das Buch unter Fairys Arm entriss, sich an den Mauerrest lehnte und es aufschlug. Was hast du vor? Erkundigte sich Fairy. Ich suche die Beschwörung, antwortete Honoria, die sich in das Buch vertiefte. Lucy trat zu ihr, drückte das Buch etwas herunter, damit sie auch mit hineinblicken konnte, und sprach: Wenn wir die Beschwörung gefunden haben, dann können wir Verderbnis aufhalten. Falls ihr dann noch lebt, rief eine tiefe, männliche und dominante Stimme ein. Die Frauen hoben ihren Kopf und die Männer blickten sich nach hinten um. General Bodovan, rief Fairy verwundert aus, als sie ihn erblickte, wie er in einigen Metern Entfernung mit gezücktem Schwert dastand und diabolisch grinste. Lucy, Honoria, macht weiter! Wir kümmern uns darum! Sprach Tami zu den beiden Frauen, die zustimmend nickten und weiter in dem Buch lasen. Fairy hingegen drehte seinen Kopf ganz langsam, fast in Zeitlupe zu Tami um und blickte ihn mit geweiteten Augen und entsetztem Gesichtsausdruck an. Tami blickte daraufhin ihn an und zuckte entschuldigend mit den Schultern, woraufhin er sich wieder Bodovan zuwandte und sprach: Warum tut ihr das? Verderbnis ist das Böse schlechthin. Das Einzige, was er bringt, ist Tod und Zerstörung. Alles endet sowieso in Zerstörung und Tod. Alles vergeht. Alles, was lebt, wird sterben. Alles, was nicht lebt, wird vergehen. Selbst dieser mickrige Planet hier wird eines Tages der unaufhaltsamen Zerstörung erliegen und vernichtet werden. Aber ein Gott wie Verderbnis wird ewig bestehen, antwortete Bodovan, dessen Grinsen sich nur noch mehr verfinsterte. Und darum dient er ihnen wie ein dummer Lakai? Nur weil er unvergänglich ist? Fragte Fairy irritiert.
Bodovan hob seinen linken Arm vor die Brust und deutete mit winkendem Zeigefinger an, dass er diese Art der Provokation ablehnte, während seine rechte Hand immer noch das gezückte Schwert hielt, wobei er belustigt entgegnete: Ah, 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 du kleiner, dummer Mensch. Verderbnis schenkt mir etwas, was niemand von euch mir je hätte geben können. Unsterblichkeit. Meine Existenz hat einen Sinn. Eure endet sinnlos in der Suche nach einem Sinn eures befristeten, kümmerlichen Daseins. Ein Leben lang werdet ihr von den Gedanken geknechtet werden, dass ihr früher oder später gehen müsst, dass euer Tod unumgänglich ist. Eure Existenz ist doch so sinnlos. Ihr werdet geboren, um für ein paar Jahrzehnte geknechtet zu werden, um dann wieder zu sterben. Aha. Begann Tami analytisch und fuhr fort. Also habt ihr nur Angst vor dem Tod. Nur deswegen flüchtete ihr euch zu Verderbnis, um eurem eigenen Schicksal zu entrinnen, um eure elende Haut zu retten, indem ihr die Existenz so vieler opfert. Ein unsterbliches Leben lässt sich nicht an der Anzahl sterblicher Leben messen. Es ist genauso sinnfrei wie eine Unendlichkeit mit beliebig vielen Endlichkeiten zu vergleichen. Entgegnete Bodovan energisch. Auch ich zweifelte einst am Sinn des Lebens und des Todes, bis das Schicksal mich zu einem Geist machte. Gestand Tami und fuhr dann fort. Seitdem ich tot bin, weiß ich das Leben zu schätzen. Ich schätze die zarten Berührungen meiner Geliebten, die vielen Gefühle in meinem Herzen, die warme Berührung der Sonne auf meiner Haut, die frische Brise an einem Meer, das Glänzen der Sterne in einer lauen Sommernacht. All diese Dinge machen das Leben lebenswert. All diese Dinge misse ich. Denn in dem Zustand, in dem ich seit meinem Ableben bin, kann ich diese Dinge nicht mehr wirklich genießen. Es ist, als legte sich ein Schatten auf meine Gefühle. Alles wurde kälter, trauriger, trostloser. Doch ihr fragt nach dem Sinn? Vielleicht hättet ihr eure Lebenszeit nicht damit vergeuden sollen, nach der Unsterblichkeit zu suchen, sondern nach der Freude in eurem Leben. Dann hättet ihr schnell den Sinn erkannt, diese große Gabe zu besitzen, all die Wunder um euch herum erfahren und erfüllen zu dürfen. Denn nur das Geschenk des Lebens gibt euch die Möglichkeit, all diese Pracht um euch herum erfüllen und erfahren zu können. Vielleicht ist es auch gar nicht sinnvoll, nach dem Sinn zu fragen. Denn der Sinn einer schönen und zugleich funktionierenden Sache erübrigt diesen. Jeder fühlende Mensch kann schöne Musik genießen, auch ohne dass er Noten kennt oder Tonleitern beherrscht. Jeder Wanderer kann sich an der Landschaft, der Natur mit all ihrem Facettenreichtum erfreuen, ohne dass er über die komplizierten Vorgänge Bescheid weiß, welche nötig waren, um die Landschaft zu formen und die Artenvielfalt zu ermöglichen. Doch ihr werdet dies nie erfahren oder verstehen, denn in eurem Herzen ist kein Platz für so etwas. Euer Verstand ist so vergiftet von Egoismus und euer Herz so erfüllt von Todesfurcht, dass ihr für alles Schöne und Lebenswerte blind geworden seid. Eigentlich müsste ich euch hassen für all das Leid, was ihr wegen dieser Geringfügigkeiten verursacht habt. Aber in Wahrheit trauere ich um euch. All euer Bestreben nach Unsterblichkeit hat euch längst euer Leben genommen und euer Herz, euren Verstand und eure Seele getötet. Auch wenn euer Körper vielleicht ewig überdauern wird, so seid ihr doch der toteste Mensch, den es je geben wird. Ihr tut mir ehrlich leid. Während Tamis Miene von Trauer erfüllt war, legte sich Zorn auf die von Bodovan.
Seine schwerttragende Hand zuckte vor Zorn, und auch wenn sich der General die größte Mühe gab, weiterhin gelassen zu wirken, so verriet seine Körpersprache doch seine angestaute Wut. Ferry hingegen war still verforscht, da er auch den angestauten Zorn seines Gegners bemerkte und darauf hoffte, dass sich dieser, entgegen seiner Erwartung, nicht in einer aggressiven Explosion entlud. Ein vorsichtiger Blick nach hinten verriet Ferry, dass Lucy und Honoria noch nicht so weit waren, die Beschwörung zu vollziehen. Sie brauchten mehr Zeit. Doch das nervöse Zucken des Kampfarmes ihres Gegners verriet den kämpferisch unerwarteten Parapsychologen, dass eine Konfrontation kurz bevorstand. Just in diesem Moment kam es zu dem befürchteten Zornesausbruch von Bodovan, welcher in einen lauten, bedrohlichen Schrei, der wie klang, sein Schwert über seinen Kopf hob, einen gleitenden Ausfallschritt nach vorne machte und dabei sein Schwert auf Ferry schwang. Dieser trat ängstlich einige kleine Schritte nach hinten, stolperte dabei und fiel auf den Boden. Das war auch ein Glück gewesen, denn seine zaghaften Schritte nach hinten hätten bei weitem nicht gereicht, um den schwungvollen Hieb des Generals zu entgehen. Doch so verfehlte er sein Ziel und das Schwert prallte mit lauten, jedoch dumpfen, klingenden Klirren auf den Boden zwischen Ferrys Füßen, die er, bedingt durch den Fall, leicht auseinandergespreizt hatte. Ferry! Rief Honoria ängstlich, als sie, durch das Klirren aufgeschreckt, den Kopf hob und die missliche Lage ihres Geliebten erblickte, welcher auf ihren Ruf hin sich zu ihr umblickte und ängstlich rief: Los, macht weiter! Los, beeilt euch! Bodovan hat indes erneut seinen Hieb angehoben und ließ sein Schwert mit diabolischem, hasserfüllten Blick auf den, am Boden liegenden, Parapsychologen gleiten. Ängstlich drehte sich diese um und erblickte die auf ihn zusausende, scharfe Klinge. Und wie aus Reflex überkreuzte er seine Arme schützend vor sein Gesicht und drehte dabei seinen Kopf zur Seite. Überrascht war er, als nach einigen Sekunden Verharren in dieser Position noch am Leben war. Er nahm seine Arme wieder herunter und blickte Richtung Bodovan. Auf dem Gesicht des Generals perlten Schweißtropfen vor Anstrengung, während die Klingenspitze nur einige Zentimeter vor Ferrys Gesicht zum Stehen gekommen war. Ein genauerer Blick verriet die Ursache. Tami hatte das Schwert während des Hiebes mit seinen beiden Händen abgefangen, indem er es an der Klinge gepackt hatte und diese nur nach oben drückte, was auch die Anstrengung des Generals verständlich machte. »Liege nicht so faul rum! Hilf mir!« schallte Tami Ferry mit angestrengter Stimme, da er gegen die Kraft des Generals andrückte. Ferry antwortete nicht, sondern rollte sich zur Seite, stand auf und begab sich hinter Bodovan, welchen er mit seinem Arm umfing und dabei rief: »Ich hab ihn! Ich hab ihn!« Bodovan ließ das Schwert los, sodass es nun Tami in den Händen hielt. Genauer gesagt hielt er die Klinge in der Hand. Überraschend presste der General seinen muskulösen Arme ruckartig zur Seite, während er sich nach vorne beugte und sein Gesäß nach hinten ausstreckte und löste damit Harrys Griff. Ein schneller Tritt nach hinten folgte, welcher Ferry hart am Brustkorb traf und ihn zu Boden warf, wo er sich schmerzvoll reckte. Indes hatte Tami das Schwert umgedreht, sodass er es am Schaft hielt und es bedrohlich Richtung Bodovan streckte, sodass die Schwertspitze einige Zentimeter vor seinem Gesicht zum Stillstand kam, wobei Tami sprach: »Keine Bewegung, sonst steche ich zu.« Bodovan grinste frech und Tami fuhr drohend fort: »Ich meine es ernst, ich ramme dir das Schwert in den Kopf.« Daraufhin verschwand das Grinsen des Generals und plötzlich hob er so überrascht in seine rechte Hand und blockte mit deren flachen Innenseite die Klinge zur Seite, dass es Tami nicht möglich war, schnell genug zu reagieren. Ein eilender Schritt Richtung Tami folgte und mit der linken Hand drückte der General auf Höhe des Klingenansatzes gegen diese, sodass seine beiden Hände einen starken Hebel entsprachen und Tami trotz Gegendruck das Schwert nicht mehr halten konnte. Es glitt ihm wortwörtlich aus den Händen und während er sich um 180 Grad drehte, ergriff der General den Griff, machte einen Seitwärtsschritt Richtung Ferry und vollzog dabei eine Drehung, in der er das Schwert seitlich im Halbkreis schwang. Ferry, der in dieser Zeit aufgestanden war, schreckte erneut überrascht zurück und fiel zu Boden. Der General erhob sein Schwert daraufhin wieder demonstrativ zu einem vernichtenden Schlag und fahrte mit purer Absicht sehr lang in der Luft, um Tami eine Falle zu stellen. Dieser fiel auf die dramatische Pose des Generals und damit auch auf seine Falle herein, eilte herbei und wollte erneut seinen Freund vor dem tödlichen Schlag retten, indem er die Klinge abfing. Doch ehe er die Hände überhaupt zu dies ausstrecken konnte, lockerte Bodovan den festen Griff seiner Hände um den Schwertgriff und ließ so das Schwert nach unten umklappen, dass es einen Halbkreis nach unten vollführte, wo er den Schaft wieder fest umpackte und nun das Schwert so nach hinten stoßen konnte, indem er es, so als wollte er es mit brachialer Kraft in die Scheide stecken, zwischen seinen rechten Arm und seinen Oberkörper vorbeistoßen ließ und den hinter ihm befindlichen Tami durch den Bauch rammte,
saß er auf der anderen Seite an seinem Rücken wieder herausragte. Mit diabolischen, siegesicheren und finsteren Grinsen dreht sich der General um und sah einen an sich herabblickenden Tami, der jedoch seinen Kopf langsam wieder hob, den General anblickte und sprach: Schon dumm, wenn man gegen einen Körperlosen kämpfen muss, gell? Ohne Kommentar, doch umso zorniger, streckte Bodovan seinen linken Arm mit ausgestreckter Hand zu Tami aus und ein heller Lichtteller erschien vor der Handfläche. Und als dieser Tami berührte, flog er mit vollem Schwung einige Meter weit weg und blieb zappelnd am Boden liegen. Schon dumm, wenn man anfällig für Lichtmagie ist. Erwiderte Bodovan zynisch, hob erneut sein Schwert und drehte sich um. Er war indessen erneut aufgestanden und hatte Mut gefasst. Er rannte auf den Gegner zu, gleich einem Rugbyspieler, der über das Feld stürmt, und streckte dabei seinen Ellenbogen aus. Bodovan nahm diesen Angriff gelassen hin, streckte einfach seinen Arm aus, wobei er sich selbst seitlich stellte, damit der Ellbogen ihn nicht traf, und packte Ferry am Hals, an welchen ihn hochhob, sodass er den Kontakt zum Boden verlor und um Luft ringend hilflos mit dem Bein zappelte. Da, das ist die Beschwörungsformel, rief Lucy erfreut und blickte zu Bodovan, der gerade Ferry im Würgriff hatte. Los, sprich sie, ich helfe Ferry. Fuhr sie fort und ließ Honoria zurück, die ihr nachschaute und sprach: Ja, aber... Ehe sie Vernunft annahm und die Formel leise zitierte. Lucy schwebte lautlos an den General heran und umschlang dessen Hals mit ihrem rechten Arm und versuchte ihm die Luft abzudrücken. Daraufhin ließ er sowohl das Schwert, welches zu Boden fiel, als auch Ferry los, welcher ebenfalls keuchend zu Boden fiel und nach Luft schnappte. Lass los, du geisterhaftes Weib! Rief Bodovan zornig und schwang seinen Oberkörper hin und her, um sie abzuschütteln. Es gelang ihm jedoch nicht, und seine Luft wurde immer knapper, weshalb er kurz niederkniete und wortlos ein Gebet sprach. Lucy war sehr verwundert über das Aufgeben seiner Gegenwehr, doch schon nach wenigen Sekunden erkannte sie, dass er die Gegenwehr nie aufgegeben hatte, sondern sie bloß auf der Ebene der Magie fortführte, da ein Lichtstrahl sich eilig seitlich von ihr näherte und auf sie zuhielt. Sie ließ los, doch konnte den Strahl nicht entkommen, welcher sie am Brustkorb traf und zu Boden warf, wo sie reglos liegen blieb, wobei ihr Oberkörper, an der Stelle, wo der Lichtstrahl ihn getroffen hatte, gelblich dampfte. Ferry bekam langsam wieder Luft und erhob sich mit letzter Kraft erneut, doch er kam nicht weiter, als dass er ein Bein aufstellte, während das andere noch kniend auf dem Boden ruhte, gleich ein Mann, der zum Ritter geschlagen wird, da Bodovan ihn mit einem seitlichen, kräftigen Tritt an der Wange traf, wodurch Ferry zu Boden geworfen wurde und vor Schmerzen nicht mehr aufstehen konnte. Bodovan ergriff sein Schwert, trat langsam vor Honoria, die ihren Kopf gesenkt im Buch hatte und dabei die Beschwörung zitierte. Sie stellte das Zitieren ein und hob langsam ihren Kopf, als Bodovans Schatten auf einmal auf die hellen Seiten des Buches fiel. Er hatte das Schwert auf ihren Kopf gerichtet, schaute finster und sprach mit seiner herrischen Stimme: Es ist vorbei. Noch ein letztes Wort, ehe ich deine nutzlose Existenz und die deiner Freunde beende. Honorias Augen weiteten sich vor Angst. Sie blickte in das Buch herab und sah, dass nur noch ein Wort fehlte. Langsam hob sie ihren Kopf und blickte den bösartigen General mit einem erleichterten Lächeln an, nickte ihm zu und sprach dann leise und langsam: Dämonius. General Bodovan hob verdutzt seinen linken Augenbraue und betrachtete das kniende Mädchen. Ein kurzes Schulterzucken folgte, ehe er seine Klinge mit beiden Armen nach oben in die Lüfte schwang, bereit, es auf sein harmloses Opfer herabgleiten zu lassen. Doch auf einmal spürte er, dass seine Muskeln ihm nicht gehorchten, sodass er in dieser bedrohlichen und zugleich heroischen Pose, die im Übrigen einen General gut darstellte, bewegungsunfähig verharrte. Nur sein Kopf war wohl nicht von der lebenden Magie betroffen, sodass er diesen mit zorniger Fratze nach oben wandte und seinen erstarrten Arm betrachtete, wobei er sprach: Was ist hier los? Tami, Lucy und Ferry indes erfühlten neue Kraft in sich erwachsen und erhoben sich nur langsam, da sie große Schmerzen verspürten, was auch bei den heftigen Attacken Bodovans nicht weiter verwunderlich war. Erleichtert und zugleich verwundert betrachteten sie den handlungsunfähigen General, wie er mit drohendem Schwert reglos vor Noria stand, während im Hintergrund, hinter den kläglichen Resten der ehemals so stolzen Necropatria, die Blitze in unnatürlichen, schnellen Intervallen auf das Schlachtfeld herabzuckten. Auf einmal kam ein magischer Wind auf, welcher offenbar nur Bodovan betraf, da nur sein Gewand und seine Haare in einem scheinbar starken Wind wehten
während alles um ihn herum windstill verharrte. Was passiert hier? Rief er erschrocken aus und blickte Honoria tief in die Augen. Diese widerstand dem Blick und blickte kommentarlos und kämpferisch zurück. Der Wind wurde stärker und auf einmal begann die Spitze des erhobenen Schwertes, sich speinend Sand aufzulösen und wurde als kleine Sandkörner mit dem Wind weggetragen. Mach, dass es aufhört! Schrie Boduwan, und das erste Mal gesellte sich zu seinem Zorn Angst, die sich als kleine, erhöhte Töne im Schrei ausmachen ließen, da sie laut hervorkam. Honoria stand vorsichtig auf und schritt an den General, welcher sich immer weiter, gleich sein Schwert auflöste, vorbei. Sein Blick folgte ihr und der Ehriger harrte strafend, vorwurfsvoll auf sein Gesicht, bis sie an ihm vorbeigeschritten war und ihm achtlos den Rücken kehrte. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits das ganze Schwert und seine Hände in Sand aufgelöst, welcher vom Wind weggeweht wurde. Sekunde um Sekunde wurde so die erstarrte Gestalt des Generals Zentimeter um Zentimeter fortgeweht. Und als seine Arme bereits bis zum Ellenbogen verschwunden waren und er resigniert erkannte, dass sein Kopf sogleich folgen würde, schrie er unverstanden und verängstigt aus: Aber ich bin noch unsterblich! Dies waren seine letzten Worte, ehe sein Kopf im Wind verschwand. Es dauerte dann nur noch einige Sekunden, ehe der Rest Boduwans mit dem Wind fortgeweht wurde und das Parapsychologen mitsamt dem Biokryptologen-Pärchen zurückblieb. Honoria half Harry auf und die beiden schlossen sich erst einmal leicht an die Arme. Lucy und Tami taten ihnen dies gleich, ehe dieser Moment der Erleichterung durch Harry unterbrochen wurde, welcher sprach: Du hast es geschafft, Honoria. Seine Stimme klang matt und erschöpft. Offenbar bereitete das Sprechen ihn Schmerzen. Honoria bemerkte dies, streichelte ihn über seinen Rücken und sprach dabei mit beruhigender Stimme: Ruhe dich aus, mein Geliebter. Dazu werden wir kaum Gelegenheit haben, warf Lucy ein. Auch in ihrer Stimme war Schmerz zu vernehmen, da sie kurzatmig klang. Lucy deutete Richtung Schlachtfeld, wo sich der Sand in eine Art Windhose, die jedoch nur langsam rotierte, verwandelte. Was passiert da? Fragte Tami verwundert. Verderbnis erwacht, antwortete Harry beängstigt, während er, mitsamt seinen Freunden, die Windhose, welche immer kleiner und dichter zu werden schien, beobachtete. Ich hoffe nur, dass Necron weiß, was er zu tun hat, kommentierte Lucy. Er ist gerissen. Er wird schon einen Weg finden, antwortete Tami. Hoffen wir es, erwiderte Lucy ruhig.